und ganz sneaky eingetragen während der anderen Lightning Talks, hat sich nur der Pepe. Bitte. Grüß euch, ich bin der McLemmon. Ich habe ein paar Veranstaltungshinweise für euch, die euch potenziell hoffentlich auch interessieren. Morgen gibt es vom Chaos Computer Club Wien ein kleines Treffen hier zum Projekt Chaos macht Schule, wo es darum geht, Lehrkräften, Eltern, Kindern, Jugendlichen beizubringen, wie denn das mit dem Internet so funktioniert und wenn ihr euch da in dieses Projekt. Politikerinnen haben wir jetzt auch schon. Ach, das ist diese Medienkompetenz im Parlament, ich verstehe. Wir suchen noch einen Termin für die erste Unterrichtseinheit. Also, falls euch das interessiert, solches Wissen zu vermitteln, dann kommt doch da vorbei und lernt über Chaos macht Schule, was da so geplant ist und wie ihr euch da einbringen könnt. Ist sicher. Die Sonja, wink doch mal. Sonja, das ist die Sonja. Die kennt sich damit ganz genau aus. Also, solltet ihr spontan Fragen haben, lasst sie nicht davonlaufen. Genau. Was gibt es noch für tolle informative Dinge? Moment, gleich habe ich es. Mit dieses Scrollerei da. Du hast mir da was vorbereitet. Ja, da steht ja nicht wieder alles drinnen. Was geht's denn? Na? Wir haben natürlich am 21., das ist ein Dienstag, 21. Februar, ab 19 Uhr, das Chaos Communication Café, das Chaos Computer Club Wien Monatstreffen, das findet auch hier statt. Sind wir wieder mal da, das ist gut. Und den 75. Meta-Day, es gibt ihn wieder, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Der Meta-Day ist so die Open-House-Eigenveranstaltung des Meta-Labs, wo wir einmal im Monat obskure Themen, interessante Sachen, schräge Sachen mit interessanten Vortragenden herbringen, über Themen, die man halt sonst nicht so leicht bekommen kann. Und diesmal wird den Vortrag machen der Erich Neuwirth, das ist die Person, die für den ORF zum Beispiel die ganzen Wahlhochrechnungen, Vorhersagen, Wählerstromanalysen und solche Sachen macht. Der war schon für Dezember geplant, war dann leider krank, aber wir holen das jetzt eben am 24. Februar nach. Ab 19 Uhr kommt zahlreich und rechtzeitig, es wird recht voll werden, aber da geht es halt um viel Statistik, Mathematik und nachher wisst ihr auch, warum das Wahlergebnis nicht so war, wie es dann vielleicht doch vorhergesagt wurde oder umgekehrt. Ja, und Krypto-Party ist dann auch wieder, das ist dann die 51. schon, ja, also in Wien zumindest, und das wird stattfinden am Montag, den 27. Da ist Thema ist noch offen, Location haben wir, glaube ich, auch noch nicht fixiert. Falls ihr Orte wisst, wo die Krypto-Party stattfinden könnte, sagt uns doch Bescheid, kommt es zu mir oder kommt es zum Hetti. Wir sind immer auf der Suche nach Orten, wo wir das abwickeln können. Und wenn ihr nicht wisst, was die Krypto-Party ist, hat der Martin da schon was vorbereitet. Gutes Personal ist echt schwer zu kriegen. Danke, Martin. Auf CryptoParty.at gibt es dann immer die entsprechenden Neuigkeiten. Da steht noch die letzte vom Montag. Die war auch echt nett. Also wer nicht auf der Demo gegen das Überwachungspaket der Bundesregierung war, der war auf der CryptoParty. Die Linux-Dinger, da musst du mir jetzt mit dem Termin aushelfen, ja. Das ist quasi ein Call to Action. Hilf mir doch aus. Gibt es Menschen, die Linux verwenden hier? Ja, da geht noch was. Es gibt wieder Linux-Tage und zwar im Ende April in Wien. Nein, in Graz, Entschuldigung. Was ist Graz? Ach Gott, immer diese Schummelei. Ja. Achso, die guten Tage. Ja, okay. Also 28. und 29. April in Graz. Das, hört man das bis Graz? Genau, Linux-Tage in Graz, ein ganz wundervolles Event, wo es sich nicht nur um Linux dreht, sondern generell um Open-Source-freie Software, interessante technische Themen, die irgendwie mit IT zu tun haben. Da beginnt der Call for Papers, also der Aufruf zur Beteiligung, ist schon online. Das heißt, ihr könnt schon Talks, Workshops und solche Sachen einreichen. Ja, selbstverständlich. Programmiererinnen, Programmierer, Sys-Administrators und alle anderen, die mit Computern zu tun haben, natürlich, also keine Frage. Und kurz darauf gefolgt ist das Ganze dann auch noch in Wien, 4. bis 6. Mai. Sie haben es geschafft, nicht den gleichen Termin zu verwenden, das ist ganz wunderbar, da kann man nicht beide Events besuchen. Und auch da sind natürlich wieder alle Menschen gefragt, sich daran zu beteiligen. Hast du noch etwas, was ich ankündigen soll für dich? Nicht? Dann danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit.